Hallo allerseits. Heute packen wir von Hobbyboss den Panzerkampfwagen 6 Tiger 1 mittlere Produktion im Maßstab 1:16 aus. Ihr seht, doch ein recht üppiger Bausatz. Das Boxart sieht eigentlich auch ganz nett aus, aber es kommt ja auf die inneren Werte an. Also packen wir das Schätzchen mal aus. Die meisten Bauteile befinden sich nicht an Gussästen, sondern sind in diesen Boxen verpackt. Das ist eigentlich nicht schlecht. Oder es gibt ja auch diese Blister sozusagen. Dann finden wir hier noch Abziehbilder, Bauplan und hier für die Bemalung eine Anleitung. Ist gut, dass das Fahrzeug von allen Seiten gezeigt wird. Ist allerdings ein bisschen nervig, dass keine näheren Angaben zu den Vorbildfahrzeugen vorliegen. Das ist typisch Hobbyboss. Das könnten die eigentlich auch mal ändern. Das ist mal was, was mich eigentlich ziemlich interessiert. So zum Bauplan. Hier ein paar Sicherheitshinweise, Zeichenerklärungen. Und dann die ganzen Einzelteile dargestellt in einem Diagramm. Ist ja doch einiges. Und dann geht's los im Zusammenbau. Ihr seht, es wird auch viel verschraubt. Ist ja klar für ein Modell diese Größe. Da muss es schon etwas stabiler sein. Hier für die Laufrollen, die Gummibelege liegen auch extra bei. Das erleichtert die Bemalung etwas. Dann hat es hier noch ein Batteriefach. Also das Modell eignet sich auch gut, um das ferngesteuert zu bauen. Werde ich aber nicht machen. Es wird einfach nur ein Standmodell. Schönes Fahrwerk vom Tiger. Das gefällt mir sehr gut. Ketten liegen als einzelne Kettenglieder bei und werden mit Metallstiften verbunden, bleiben deswegen auch beweglich. Ja, sollte eigentlich relativ einfach gehen. Die Hobbyboss-Ketten, die ich bisher hatte, waren doch ziemlich schlecht, aber ich hoffe mal, sie haben sich da ein bisschen mehr Mühe gegeben. Ja, manche Teile sind ein bisschen klobig mit Sicherheit. Ich denke, das Modell lässt doch ziemlich viel Raum, um Selbstverbesserungen durchzuführen. Das werde ich auch machen, denke ich mal. Weil, wenn man schon sowas Großes baut, dann soll es auch wirklich perfekt werden. Ja, so zweiteiliges Kanonenrohr, ist nicht immer so der Burner. Ja, der Bauplan ist eigentlich ganz übersichtlich gestaltet. Das soll jetzt eigentlich kein Problem darstellen. Ja, auch das Maschinengewehr liegt zweiteilig bei. Ja, ob das sein muss. Ich denke, in der heutigen Zeit ist die Gusstechnik doch schon etwas ausgereifter. Ja, auch hier liegt so ein Zahnrad bei, wenn man das ferngesteuert baut, dass sich der Turm bewegt. Ja, und das wäre es dann schon. Sehr schön ist, dass hier Werkzeug beiliegt, um den Zimmerrittauftrag darzustellen. Das ist natürlich ganz klar für einen Tiger der mittleren Produktion. Ja, braucht man sowas, da gibt es gar keinen Weg drumherum. Finde ich schön, dass das beiliegt. Das war nämlich eigentlich meine größte Sorge, das Zimmerritt. Aber ich denke, das sollte relativ einfach gehen. Die Abziehbilder sind sauber gedruckt. Allerdings ist der Trägerfilm doch recht dick ausgefallen. Wird nur viel Weichmacher brauchen. Meine Empfehlung wäre da eher die Markierungen mittels Schablone zu lackieren.
Weil bei so einem großen Modell fällt es schon auf, dass es Abziehbilder sind. Das hier ist die Unterwanne. Seht ihr, doch ziemlicher Klotz. Meine Befürchtung ist immer bei so großen Plastikteilen, dass sie irgendwie verzogen sind. Das kann ich jetzt natürlich noch nicht beurteilen. Ja, die Öffnungen da sollte man vielleicht verschließen, wenn man es nicht RC-fähig baut. Schade ist auch hier diese Zinkmarken. Ist es nicht so schlimm, weil da kommt eh Zimmerit drüber oder ein anderes Bauteil sogar. Aber ja, das geht besser. Außerdem fehlt mir ein bisschen die Stahlstruktur. Die muss man dann irgendwie selber erzeugen mit Mr. Surfacer oder ja, mit etwas Kleber und einem rauen Pinsel. Das sind die inneren Befestigungen für die Achsen. Die sind aus so einem eher zähen Plastik. Das ist eigentlich ganz gut, dann bricht nichts ab. Das ist eigentlich keine schlechte Idee. Hier das Kanonenrohr. Wie schon erwähnt, es liegt zweiteilig bei. Finde ich jetzt nicht so toll. Da ist wahrscheinlich ein Aluminiumrohr die bessere Wahl. Da muss ich mich nur erkundigen, ob es da was für einen adäquaten Preis gibt. Man sieht ja auch ein bisschen Flash. Aha. Ist aber kein Problem, kann man gut entfernen. Die Oberwanne ist natürlich noch ein bisschen breiter. Schade finde ich, dass die Schutzbleche angegossen sind. Die hätte ich, da hätte ich eigentlich lieber die Wahl, die selber zu befestigen bzw. nicht anzubauen, bzw. dass ein paar Sektionen fehlen. Und die Wahl hat man leider nicht, genauso wie geschlossene Fahrer- und Funkelluken. Motorklappe ist auch zu. Das ist eigentlich nicht eine Sache, die ich unbedingt offen darstelle, aber ja, man hätte trotzdem gern die Wahl. Die Schweißnähte sehen eigentlich ganz gut aus. Doch eigentlich recht detailliert alles. Wieder fehlt natürlich die Stahlstruktur. Ist schade, kann man aber, wie gesagt, selber erstellen. Dann haben wir hier die ganzen Räder. Hier zum Beispiel das Antriebsrad. Ist eigentlich ganz ordentlich detailliert, das gefällt mir recht gut. Ist auch kein Flash dran. Genauso wie hinten am Leitrad. Das sieht sehr gut aus. Die Laufrollen als solche haben auch schöne Schweißnähte dran. Und hier auf dem äußeren Ring wird dann später die Gummilauffläche sitzen. An der Rückseite haben sie natürlich diese Auswurfmarken oder auch an Stellen, wo man es später nicht so sehen wird. Die finde ich jetzt nicht so dramatisch. Hier die mächtige Kanonenblende. Ist auch sehr schön detailliert. Natürlich viel zu glatt, wie die meisten Teile. Dann hat es hier zwei Gussäste mit den Achsen und Ersatzkettengliedern. Wie ihr seht, ist es aus einem zäheren Plastik gefertigt. Ist ja ganz klar, wenn ich das als RC-Modell habe, dürfen die Achsen ja nicht abbrechen. Müssen doch etwas, ja, ein bisschen standhafter sein. Und ja, da hat eigentlich Hobbyboss gut mitgedacht. Dann hier so ein Gussast mit ein paar Zubehörteilen. Die Abschleppseite würde ich auf jeden Fall ersetzen. Die sehen nicht so realistisch aus. Ansonsten finde ich das Werkzeug eigentlich recht gut detailliert. Also auch die Verschlüsse und so, das ist eigentlich ganz in Ordnung.
Hier hat es noch mehr Werkzeug und das zweiteilige Maschinengewehr. Also das kann ich jetzt nicht nachvollziehen, warum er das so herstellen musste. Hinten die Abdeckungen für die beiden Auspuffrohre sehen eigentlich ganz gut aus, sind auch nicht zu dick. Ich denke, da kommt man ohne Foto jetzt Teile aus. Ja, die Kuppel sieht auch okay aus. Ja, dann die Frontplatte. Das Fahrervisier kann man scheinbar nur in geschlossener Position bauen. Ja, ist nicht so schlimm, aber wenn man ein paar Wahlmöglichkeiten hat, ist es schon besser, finde ich. Hier die beiden Auspuffrohre und Winkelspiegel. Ist natürlich die Frage, warum genau da vorne drauf Auslaufmarken sein müssen. Die hätte man auch woanders platzieren können. Und hier diese Abdeckung, ihr seht, sie ist ja fast poliert. Also, das ist eigentlich ein Gussstahlteil, das kann ruhig extrem rau und zerkratzt sein. Hier dann der Blister mit diversen Schrauben, Metallbolzen und Federn. Also mit denen wird dann das Fahrwerk gefedert. Und natürlich diverse Kleinteile. Das hier ist der Deckel unten für das Batteriefach. Ja, das sieht ganz gut aus. So, das ist der Turm. Ist auch relativ groß. Hier hat so einen komischen Plastikrest, der nicht sein sollte. Die Schweißnähte sehen doch ganz gut aus. Schade nur, dass wieder die Luke nicht zum Öffnen ist, genauso wie hinten am Staukasten. Die beiden Teile werden später verschraubt, so. Und irgendwie ist der, ja, sitzen die nicht so toll aufeinander, aber ich denke, wenn man da die Schrauben nur weit genug reinknört, dann passt es schon. Toll finde ich jetzt nicht, dass hier so eine Kante ist. Das dürfte eigentlich nicht sein, weil ja der Turm ja aus einer Platte besteht und der Staukasten ja nur angebaut ist. Also da muss man das sehr gut verspachteln, diese Ritze da, sonst sieht es nicht so gut aus. Dann hat es noch zwei Beutel, einmal mit den Gummibelägen und einmal mit den Kettengliedern. Ihr seht, auf jedem Kettenglied sind ein paar Auslaufmarken drauf, finde ich jetzt nicht so toll. Kann man vielleicht ein bisschen Sandpapier entfernen oder ja, ein bisschen Spachtelmasse das überdecken. Die Gummibelege, ja, ihr seht, da ist ein bisschen Flash dran. Ja, das geht besser. Hier, das sind die Bolzen, mit denen dann die Ketten verbunden werden, damit sie eben beweglich bleibt. Dann liegen noch Ätzteile bei für die Lüftergitter hinten auf dem Motordeck. Das ist natürlich Pflicht in dem Maßstab, ohne die wird es einfach nicht gehen. Als letztes haben wir dann noch ein paar weitere Räder und Fahrwerkskomponenten, ein paar Kappen und Zahnräder, die man vor allem braucht, wenn man das Modell RC-fähig baut, und dann das fotogeätzte Werkzeug für den Zimmerrittauftrag. So, eine schöne Dreingabe, und ja, ich habe jetzt noch nicht genau überlegt, wie ich das machen werde, was für eine Spachtelmasse ich da verwende. Ja, vielleicht habt ihr hier ein paar Tipps, was sich da am besten eignet dafür.
Also ihr habt es gesehen, das ist doch ein ziemlich umfangreicher Bausatz, der so seine Stärken und Schwächen hat. Also was mir nicht so gut gefällt, sind die schlechten Oberflächenstrukturen. Das ist doch alles sehr glatt geraten. Das ist allerdings nicht so ein Problem, da wir ja eh praktisch das Zimmerritt drüber streichen. Es sollte eigentlich nur an manchen Stellen nachgebessert werden. Dann die Auswurfmarken an manchen Teilen sind oft nicht sichtbar, an manchen aber schon. Das muss man halt ein bisschen verspachteln können. Ja, das zweiteilige Maschinengewehr und Kanonenrohr, das finde ich doch recht schwach. Sollte man auf jeden Fall austauschen, genauso wie die Abschleppseile. Was mir gut gefällt, allgemein die Detaillierung an manchen Teilen ist doch sehr schön, also vor allem die Schweißnähte sind sehr gut umgesetzt und dass das Ganze auch beweglich bzw. RC-fähig gebaut werden kann, ohne dass man da groß rumsägen braucht an dem Modell. Und natürlich der Preis, der ist doch auch recht ansprechend. Ich habe das nicht genau im Kopf, aber so zwischen 60 und 70 Euro bekommt man das Ding. Und ich denke, das ist eigentlich ganz angemessen, wenn man überlegt, was so die 1 zu 35er Dragon-Bausätze manchmal kosten. Na, da ist dann doch, kriegt man eigentlich weniger an Plastik sozusagen. Ja, ich werde mir jetzt in nächster Zeit mal kundig machen, was ich dann noch an extra Teilen finden kann. Vielleicht ein paar Foto-Ersatzteile eventuell. Und dann wird das Modell auch nochmal kräftig aufgewertet. Das stellt auf jeden Fall so schon mal eine gute Basis dar und wartet eigentlich nur drauf, verfeinert zu werden. So, ich hoffe, euch hat dieser kleine große Kit-Review gefallen. Und man sieht sich im nächsten Video. Euer Hanni Kabakas.